Ich habe übrigens ja Öl zum Anbraten benutzt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also Öl ist ja drin. Es regnet richtig doll. Mal gucken, ob ich alles zugemacht habe. Ja, habe ich. Oh. Mein Gott. Da rieselt der ganze Regen runter. Mal gucken, wo meine Hunde sind. Oh nein. Guck mal. Sind ihr die? Der andere liegt da, man sieht das jetzt nicht. Die denken sich auch, was ist das denn? So viel Regen. Wunderschöne gute Morgen. Ja, ich habe es in den nächsten Tag reingezogen und wir gehen jetzt mal ins Wohnzimmer. Ich mache mir einen Kaffee. Warum bellen jetzt die Hunde so? Es ist ungefähr 10 nach 7. Keine Ahnung, irgendwie so. Ich muss mir jetzt mal wieder was anziehen, mir ist kalt. Also, ich habe ganz gut geschlafen, muss ich sagen. Alhamdulillah, natürlich wach andauernd auf, aber. Warum werden die denn? Moment, müssen wir mal gucken. Das klingt nicht gut. Da ist sicherlich irgendwas. Irgendjemand läuft da lang. Ist bewölkt heute, soll es auch regnen den ganzen Tag. Aber das war ja angesagt. Was war das denn jetzt? Streiten, wer gucken darf. Ja, ich mache mir jetzt Kaffee. Ich habe ordentlich schon die ganzen Beine weh wegen gestern und vorgestern wahrscheinlich. Das war einfach zu viel. Ich glaube, ich muss bergsteigen. Oh mein Gott. Sau, so kalt ist nicht, aber ich friere, ne, weil wir sind ja in anderen Temperaturen sind. Deswegen.
Wir sind ja hier 40 Grad gewöhnt. So. Ja, heute Morgen sieht es so aus. Bewölkt. Und nicht so schön. Aber ja. Nein, es gibt noch nichts zu essen. Wie immer, jeden Morgen. Es ist noch zu früh. Heute ist Sonntag. Was machen wir? I don't Knopf. Wirklich gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Aber uns fällt bestimmt was ein. Ich bin am Überlegen, Entschuldigung, ob ich noch Hundefutter kaufen soll. Ich bin den ganzen Morgen schon am Brainstormen und am Gucken. Ich habe ja jetzt nur noch einen Sack, ne? Der andere ist leer, der da steht. Also einer ist noch drin, aber da ist jetzt auch nicht mehr so viel drin. Ich habe nur noch einen Sack hier und ich habe so viel jetzt noch übrig. Das bedeutet, jetzt denke ich, jetzt gibt es Essen. Nein, gibt es noch nicht. Es ist noch dunkel. ich bin den ganzen Morgen schon überlegen. Also das hat ja jetzt, ich habe das ja noch nicht mal. Ne? Die Lieferung soll morgen kommen. Allah ist in Verse. Das hat jetzt fast 6 Tage gedauert, die Lieferung. Und wenn ich jetzt am 30. fliege, Allah ist in Verse, danach sieht es aus, weil andere Flüge kriegen wir nicht, dann wird das knapp, ne? Lass das mal ein bisschen verspäten, dann ist doof. Also entweder, ich habe ja gestern nicht bestellt, wurde ja eigentlich gestern schon bestellt, habe ich nicht gemacht, ich Idiot. Und ich habe auch nur 3 Säcke bestellt, ich weiß auch nicht warum, ich hätte doch mehr bestellen können, ich Idiot. Naja, also muss ich gucken, außerdem ist der Kurs mega schlecht im Moment. Haben wir nur 35 irgendwas. Und wenn ich Geld drauf zahle, aufs Konto, was ich ja muss, dann zahle ich ja immer so 500 Euro oder so drauf, damit dann das alles abgeht, was hier jeden Monat abgeht. Ne? Und das muss ich machen. Wenn ich jetzt nochmal bestelle, muss ich Geld drauf zahlen. Naja, und dann muss ich für diesen schlechten Kurs wechseln, was richtig ärgerlich wäre, weil die Lieferungen. Naja, also, das sind so die Sachen, die ich gerade mit mir hier am Struggeln habe. Dann gibt es meine Apfelessig und so weiter und so fort Geschichten. Ich habe gerade noch mal bei Migros geguckt, die haben, das ist zu viel, die haben auch Hundefutter. Die würden das ja dann auch liefern sofort. Das kostet aber 849. Also das wären 150 Teller mehr als das, was die Hunde normalerweise essen. Und ob das besser ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Das könnte ich aber machen. Wäre vielleicht auch mal eine Abwechslung. Kostet mich dann 10 Euro mehr. Mein Gott, ist nicht so schlimm, aber ja, mal schauen. Also die anderen Läden hier haben ja auch Hundefutter. Da müsste ich dann aber mit dem Taxi mir das hochholen. Ne? Also ja. Deswegen. Mal gucken. Ich überlege mir das nochmal. Ob ich das Risiko eingehe und nochmal 3 Säcke bestelle. Und für den Scheißkurs wechsle. Das ist ja auch Quatsch. Dann kann ich das lieber bei Migros kaufen. Weil den Kurs, das Geld verliere ich sowieso im Wechselkurs. Naja, mal gucken. Ich gucke mal so ein bisschen.
Pups ist hell geworden, ne? In 2 Minuten. Guck dir das mal an. Jetzt ist hell. So schnell geht das hier. Ja. Kaffee einmal. Wir sind irgendwie weg. Wir spielen bestimmt irgendwo. Das wird jetzt gegessen und was. Und bei euch verabschiede ich mich jetzt hier. Ich wünsche euch einen tollen Tag, einen tollen Start in die neue Woche. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und bis morgen, inshallah. Tschüss!